Ab dem kommenden Wochenende wird es jetzt wieder deutlich spannender werden in der Wetterküche. Vor allem ab Sonntag muss man dann doch verbreiteter wieder, vor allem in der West- bzw. Südhälfte, mit wohl kräftigen Gewittern, teilweise auch Unwettern rechnen. Aber zuvor haben wir es jetzt am morgigen Freitag mit einer Luftmassengrenze zu tun, die dann deutlich kühlere Luft in der Nordhälfte und deutlich wärmere bis heißere Luftmassen in der Südhälfte trennt. Wir wollen nicht lang rumschwafeln, wir wollen eigentlich direkt mal reingehen und das schauen wir uns jetzt mal an. Und das ist die Luftmassengrenze oder erstmal eher gesagt die Luftmasse. Jetzt am Freitag, den 30.08. hier im Norden sehen wir dann doch teilweise nur 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Hier vor allem an der Nordseeküste Richtung Ostseeküste tendenziell ein bisschen wärmer. Aber sonst hätten wir auch hier generell in der Südhälfte 13 bis 17 Grad in 1500 Metern Höhe. In den Alpen wäre es dann doch noch deutlich wärmer. Die Luftmassengrenze würde dann wie folgt aussehen, dass dann abends auch nochmal kräftigere Schauer und einzelne Gewitter in die Westhälfte dann reinziehen können. Aktuell sind ja auch vor allem in den Mittelgebirgen schon einzelne heftige Gewitter bzw. Unwetter aktiv. Aber das wird sich dann wohl noch mal ein bisschen weiter ausbreiten, auch teilweise Richtung Osten. Schauen wir uns die Cape-Werte dazu an und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass die Werte vor allem hier in der Südhälfte doch deutlich erhöht sind. Man sieht genau die Grenze hier mit diesen deutlich trockeneren Luftmassen oder nicht so schwülen Luftmassen im Norden und zu diesen sehr, sehr schwül heißen Temperaturen oder schwül heißen Werten hier im Süden mit relativ hohen Taupunkten. Dann schauen wir uns die Tageshöchsttemperaturen an und da kann man das auch nochmal vergleichen, was da jetzt noch wirklich in Sachen Luftmassengrenze ist. Und da sehen wir dann doch teilweise hier in NRW 18 bis 20 Grad, teilweise nur die hier berechnet werden. Dafür hier Richtung Rhein-Main-Gebiet, Richtung Raum Stuttgart, Richtung Böblingen, dann auch noch Richtung Nordbayern Temperaturen von 30 bis zu 32 Grad, auch Richtung Ostbrandenburg 32, 33 Grad durchaus möglich. Gehen wir weiter. Das ist die Luftmasse für den 31.08., also in diesem Fall jetzt vom kommenden Samstag. Und da würde die warme Luft wieder weiter nach Norden geführt werden, würde dann auch schon wieder NRW erreichen. Temperaturen in 1500 Metern Höhe verbreitet von 13 bis zu 17 Grad. Das würde sich dann so gestalten, dass dann schon einzelne durchaus auch mal etwas heftigere Gewitter vor allem über den Mittelgebirgen und aus Westen her entstehen können. Die können es auch schon mal in sich haben mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen. Und dazu sind die Cape-Werte wirklich enorm eingestiegen im Vergleich zu den letzten Läufen. Wir haben nämlich vor allem hier in der großen Südwest- und Südhälfte Cape-Werte doch teilweise bis an die 2500 Joule pro Kilogramm. Und ja, bei solchen Werten könnten sich dann wirklich sehr, sehr kräftige Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen, die steigen auch wieder. Etwas weiter im Norden hätten wir hier so eine Zone Richtung Lüneburger Heide, würde ich jetzt mal vermuten. Wären es dann so 16 bis 19 Grad nach jetzigem Stand, also eher herbstlich würde es werden. Während wir Richtung Südostösterreich teilweise 38 Grad bekommen würden, aber auch wieder Richtung Rhein-Main-Gebiet, Raum Stuttgart, auch wieder Temperaturen von 30 Grad und teilweise mehr in NRW werden dann wohl die 25 bis zu 28 Grad erreicht. Und dann kommt der Montag, ja, und da muss man gucken, ob sich dann diese heftigen Gewitter, die hier jetzt angedeutet werden, dass sich die dann doch wirklich bilden werden nach jetzigem Stand. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen in den nächsten Videos im Auge behalten, denn wir sehen hier dann doch vor allem in der Ost- bzw. Südhälfte wirklich sehr, sehr heftige Schauer und Gewitter mit einem gewissen Unwetterpotenzial, das dann hier vorhanden ist. Auch das ECMWF-Modell rechnet dann nach jetzigem Stand diese wirklich sehr, sehr heftigen Schauer und Gewitter, vor allem mit Starkregen und Hagelgefahr, auch hier in NRW wieder am Montag reinkommt. Aber das müssen wir alles, wie gesagt, abwarten. Die Temperaturen steigen dann auch in NRW wieder an, auf Werte zwischen 30 und 33, zwischen Werten von 30 bis 33 Grad, vielleicht hier Richtung Oberrhein und Richtung Raum Stuttgart auch mal die 34. Aber auch in Sachsen erreichen wir dann Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Und dann kommt noch der 2.9. und da ist, wie gesagt, der Montag. Ich war gerade ein bisschen durcheinander, aber das ist der Montag.
Und da sehen wir dann doch vor allem hier in der Südhälfte erhöhte Kelbwerte, aber auch im Westen. Also die Gewitter bzw. Unwetter, die sich dann bilden könnten, es dann doch in sich haben. Und dann am 3.9., in diesem Fall am Dienstag, würden die Kelbwerte dann vor allem hier in die Südost- und Osthälfte wandern. Schauen wir uns die Niederschlagsmengen jetzt erstmal bis zum 3.9. an, hier jetzt mal nach dem Eiken-Modell. Und da sehen wir dann doch vor allem hier an den Alpen kommt dann doch einiges an Niederschlag vom Himmel, in NRW nicht ganz so viel. Aber das GFS-Modell, das hatte ich hier auch noch irgendwo. Nee, hatte ich nicht. Sondern das GFS-Modell bis zum 8.9. rechnet auch enorme Niederschlagsmengen. Fast verbreitet in Deutschland würde wohl einiges an Niederschlag runterkommen. Hier in Nordbaden-Württemberg teilweise nur 8 Liter, die hier akkumuliert werden, stelle ich mir aber irgendwie anders vor. Aber hier Richtung Südbayern teilweise über 150 Liter pro Quadratmeter, die hier akkumuliert werden. Also es wird in Zukunft sehr, sehr nass werden. Das schauen wir uns jetzt zum Schluss nochmal anhand der Ensembles an für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Die rote Linie, die fette rote Linie, die seht ihr hier bestimmt, ist das langjährige Mittel der letzten 30 Jahre und die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen und die ganzen Läufe finden wir hier im Bund. Zum Beispiel der hellgrüne ist der Hauptlauf des GFS-Modells und der dunkelblaue ist der Kontrolllauf. Und man sieht dann doch hier ein großes Modellwirrwarr. Einige Läufe heiß, einige Modelle relativ kühl mit einigen Niederschlagssignalen in Handrit. Gehen wir jetzt nach Ludwigsfelde in den Osten. Auch hier ein sehr, sehr großer Range in Sachen dieser Ensembles. Viele Läufe gehen nach oben mit sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen, auch noch Richtung 14. September. Aber man muss sagen, die Niederschläge sind ja auch wieder deutlich ausgeprägt. Ähnliches im Süden, in diesem Fall in Böblingen. Auch hier sehr, sehr viele Niederschlagssignale zu sehen. Auch hier eine große Range an den Temperaturen. Und ja, zum Ende des Fernsehzeitraums gehen wir auch hier wie in den anderen Regionen Richtung langjähriges Mittel. Das sehen wir jetzt hier sehr, sehr gut. Und auch hier auch im Osten. Und das Ähnliche ist im Westen. Hier nicht ganz so hoch die Range. Aber auch hier werden dann doch zwischen Temperaturen zwischen 20 Grad oder 15 bis 20 Grad in 1500 Metern Höhe bis 0 Grad in 1500 Metern Höhe berechnet und dazu wirklich sehr, sehr viele Niederschlagssignale. Also der Range ist wirklich enorm. Das war's mit diesem kurzen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Update wieder. Das wird dann, denke ich mal, morgen Abend irgendwann kommen, wenn ich es schaffe. Sonst sehen wir uns dann in den nächsten Tagen wieder. Ich denke mal dann am Samstag, wenn ich es schaffen sollte. Also ich würde mich freuen, wenn ihr liken, abonnieren würdet. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Werdet gerne Kanalmitglied, um mich zu unterstützen. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.